willkommen zu diesem neuen Video und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es ein Unboxing von New Craft Day und Leute, ich bin richtig begeistert. Ich habe endlich ein Bild gefunden jetzt, was ich schon immer haben wollte. Und ja, es war, ich dachte, es wäre ein Teilbild. Also ich hatte zwei Bilder zur Auswahl. Und das eine Bild ist, ja, das ist über einen Meter groß, das, was ich ausgesucht habe. Oder es ist einen Meter groß, genau. Und ja, das wollte ich unbedingt haben dann von den beiden. Und ich dachte aber, es wäre ein Teilbild. Aber nein, haltet euch fest. Also es kam auf jeden Fall in dieser bekannten Tüte. Und Leute, ihr glaubt es nicht. Es ist ein Vollbild, also überall kann man Steine setzen und was das Besondere ist, es sind Stondersteine mit bei. Ja, hier auch. Ist das nicht der Wahnsinn? Schaut mal. Ich freue mich so, ich habe mich gerade so gefreut, wo ich das aufgemacht habe. Ja, ich dachte, das wäre ein Teilbild, wie gesagt. Und es ist einfach ein Vollbild. Ich würde sagen, ich hole es einmal ganz schnell raus. Ich bin so gespannt, ne? Boah, hier sind auch schon Sondersteine. Oh Gott, zwei Packen Steine, richtig schön bunt. Oh mein Gott, wie schön. Schaut mal. Hier in den Bäumen sind die großen Steine, hier unten in den Büschen. Dann ist hier das Haus, Wahnsinn, es ist so richtig schön bunt. Gefällt mir richtig gut. Und ja, hier in dem Baum sind die Sondersteine. Genau, es ist 1 Meter mal 50 Zentimeter. Und ich versuche mal, euch das so ein bisschen zu zeigen. Hier auf jeden Fall. Hier ist der Druck. Und ja, hier kommen die Sondersteine rein. Und hier die großen. Schaut mal, wie schön. Wow, also das gefällt mir richtig gut. Voll cool. Und hier sind auch nochmal Sondersteine in den roten Blumen hier. Jetzt möchte ich unbedingt die Steine sehen. Also es sind auf jeden Fall runde Steine. Oh, das sind sogar Rosen. Schaut mal. Ich hatte noch nie ein Bild mit den Rosen. Okay, also das sind die Rosen. Ja, es sind die Rosen. Nochmal auf die Legende geguckt. Die Rosen kommen hier überall hin, wo das A ist. Und dann haben wir noch drei Sondersteine. Weitere. Einmal diese Tropfen. Ja, hier auch. Diese Blumen. Das sind sogar schon richtige fertige Blumen. Mega. Und hier nochmal ein Lila. Wo kommen denn die Lila denn hin? Ah, die kommt hier hin. Hier. Schaut mal. Auch die Farben generell. Schaut mal, wie knallig die sind. Boah.
richtig cool. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal die Spezialsteine an. Ich werde sie einmal abmachen. Ja, willst du sie abmachen, Bridget? Aber ich habe eine Schere in der Hand, ne? Ist nicht gut. So. Oh, sind die nicht schön? Schaut mal, ich hatte noch keine Blumen bisher. Die sind ja jetzt irgendwie richtig oft vertreten. Die kommen dann gleich in eine Zipptüte. Boah, sind die nicht schön. Da werden bestimmt auch einige übrig bleiben. Ich kann ja mal schauen, wie viele wir brauchen. Also 28 Stück brauchen wir. Und hier sind auf jeden Fall, ja, ich denke mal, hier sind irgendwie mehr drin. Richtig schön. Ich habe die noch gar nicht in so einem Gelb gesehen, immer nur in so einem Rosa. Ja, ich werde jetzt mal einmal die Tüte beschriften. Ja, jetzt habe ich schon wieder die Tüte, wo die Steine eben drin waren. Ach, wo habe ich jetzt die Tüte hingetan? Ja. Aber ich habe ja zum Glück eine Legende. Ja, das war die 36. Das A. Gucken, ob die durch den... Ja, die passen da durch. Durch den Ausguss. Ich kann einfach gar nicht aufhören, mir die Rosen anzugucken. Oh, richtig schön. Ja, dann haben wir noch diese Tropfen, sag ich mal. Ja, da sind jetzt viele auf der falschen Seite. Kann man auch schlecht schütteln, sind ja keine normalen Steine. Aber schaut mal. Auch richtig schön. Die werden auch richtig schön aussehen hier auf dem Bild. Mal schauen, wo kommen die denn hin? Ah ja, genau, die kommen in den Bäumen rein. In die Bäume. Überall. In die schönen Kirschblütenbäume sind das, denke ich mal. Also der Druck sieht tatsächlich aus, als wenn das eckige Steine wären. Das wäre noch richtig cool gewesen, wenn das auch eckige Steine gewesen wären. Weil ja, viele lieben ja eckige Steine. Ich auch. Und das wäre natürlich auch voll cool. Habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Eckige Steine und dann Sondersteine drin. Also das wäre jetzt wirklich mal was ganz Spezielles. Aber ich finde das hier auch schon richtig cool. Einfach, ja, normale Steine mit Sondersteinen drin. So, dann haben wir noch diese schönen roten Blumen.
muss mal gucken, wo ich die dann aufbewahre. Schauen, wo ich die aufbewahre. Guck mal, da könnt ihr meine Kamera sehen. So schön. Die eine ist jetzt ein bisschen stumpf. Irgendwie. Ja. Ich weiß eigentlich vom logischen Denken her, dass es jetzt die 38 ist. Aber ich muss trotzdem mich nochmal überzeugen und verwissern und gucke dann nochmal auf die Legende nach. Der bescheuert. Okay, die passen jetzt nicht dadurch. Hatte ich bisher auch noch nicht. Also hier so eine ganze Blume, weil sonst musste ich immer die Blüten quasi einzeln setzen. In Sondersteinen, also in ein Teilbild oder so. Aber solche ganzen Blumen hatte ich bisher auch noch nicht. Ja. Hier sind jetzt nochmal die in Lila. Hier hat sich noch ein Steinchen reingemogelt. Boah, schaut mal. Wunderschön. Richtig cool. Also ich finde das ganze Bild toll. Vor allem auch, weil es 1 Meter groß ist. Hat sich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ich weiß gar nicht. Ach doch, ich habe, glaube ich, ein Bild, was so groß ist. Aber ob das jetzt ganz 1 Meter ist, weiß ich nicht. Also das Bild, was ich noch habe, ob das 1 Meter ist, weiß ich jetzt nicht. Und den kleinen Stein werde ich auch mit reinmachen, damit da, ja, zu Hause ist. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Heute mal ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Liebe da, ein Like, ein Kommi und auch ein Abo. Wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr es mir damit zeigen, aber auch durch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ja, auf Kommentare antworte ich sehr zeitnah und ich freue mich immer sehr über einen Kommentar. Deutsch will gelernt sein. Ja, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hab euch lieb und kauft bei New Craft Day ein. danke New Craft Day, dass ich mir was aussuchen durfte von den beiden Sachen. Und ja, gerne wieder, wenn ihr mögt. Genau. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt euch lieb, bleibt gesund und ja, damit sage ich bye bye.